Ja, dann hallo und herzlich willkommen zurück zu Rome Total War 2 Against mit dem lieben Tobi. Hallo. Und mir auf ja. Tobis Kanal. Super. Schon, ne? Ja, ich habe den Luxus, diese Runde anzufangen, deswegen habe ich auch den Luxus, diese Folge anzufangen. Ich habe nur absolut gar keine Ahnung, was genau eigentlich jetzt gerade der Plan ist. Neue Technologie ist auf jeden Fall mal nicht schlecht. Das auf jeden Fall. Da muss ich hin. Gut, das sind ein paar Runden. Ich meinte, habe jetzt gerade bei Technologie geschaut, was ich brauche, und ich brauche königliche Kasernen. So, was mache ich mit euch zwei Spaßvögeln? Was haben die für... Alter, die haben 10 Einheiten Garnison allein schon. Was ist das denn? Ah ne, Larisa hat nur 6. Ich dachte gerade schon. Apollonia von Syrakus eingenommen. So. Mal gucken, ob sie es hinkriegt. Willkommenes Scheitern, was? Euer Agent ist gescheitert, doch waren seine Mühen nicht gänzlich vergeben. Die neue Gruppierung ist auf Kosten ihres Zuges gescheitert, was? Ja, das habe ich. Ja, das ist halt immer so, dass sie ist zwar gescheitert, aber hat XP gewonnen, so ungefähr. Also mehr ist es auch nicht. Okay, gut. Ja, sie ist auch ein Level up jetzt, aber trotzdem irgendwie von die. Ja. Egal, okay. Das Problem ist, ich habe eigentlich keine Chance, mit Sparta da in diese Stadt rein zu marschieren. Sie zu verteidigen, okay, das würde gehen, aber reingehen ist, glaube ich, schwierig. Wie groß ist die Garnison? Garnison 6 Einheiten, Pikeniere, Hoplitenbürgerwehr, Mob und Steinschleuderer. Mhm. Dann stehen zwei Armeen nebendran. Das eine ist nur ein General, aber ein berittener General. Und das andere ist nochmal eine 14er Armee. Das ist ein bisschen mehr als eine Fullstack, aber halt dann letztendlich mehr oder weniger drei Generäle. Ja, das ist schon... Und du hast quasi eine Fullstack-Armee. Ich habe eine Fullstack, genau. Ich tendiere allerdings... ich habe eine Fullstack mit einem Spio... mit einem... Helden drin, der halt voll krass auf Speerkämpfer oder und so EP drauf noch klatscht, aber ich überlege gerade, ob ich mir noch eine Armee leisten kann. Wie viel Einkommen hast du? Wie heißt meine Dynastie nochmal? Dynastie der Agiaden. Finde ich immer noch scheiße, den Namen. Ich habe Einkommen 1105. Durch den Handel, den ich letztes Mal abgeschlossen habe. Also ich brauche auch keine große Armee so gesehen, sondern ich brauche nur eine, die halt groß genug ist. Ja, ja. Dass ich da was gegenhalten kann. Deswegen. Ja, oder du versuchst es und ich spiele nicht gegen dich, sondern mit dir. Oder ich schau zu. Ja, gut, aber ich glaube, das ist trotzdem heavy. Ja, aber nicht unmöglich. Okay. Es Sparta. Ja, Mann. Fuck off. So. Warte, nein, Mensch. Mein Spionin kann nichts mehr machen. Okay. Na dann, Larisa. Es wäre halt echt fett, weil wenn ich das gewinne, diese Schlacht, dann... Geht's auf jeden Fall bergauf bei dir. Ja, und ich habe dann Athen komplett vernichtet. Ach. Ja. Ach so, ich dachte Syrakus. Syrakus, ja, genau. Syrakus hat das, Apollonia. Ja. Okay, also laut Dings habe ich sogar gute Chancen. Ja, sehr gute Chancen. Laut dieser Statistik da.
Mal gucken. Soll ich, Zuschauen. Zuschauen, okay. Du darfst zuschauen. Alles klar. Das ist eine Schlacht, die muss ich jetzt gewinnen. Ja, beziehungsweise die muss ich jetzt ausfechten, so für mich, weißt du, das ist jetzt. Ah, geil, der schreitet aus. Also der begibt der sich kommt aufs mir Feld. entgegen, das ist echt geil für mich. Ja, vor allen Dingen mit seinen Pikinieren hätte der sich super einbunkern können. Ja. Aber er hatte gar nicht so viel, also er hat mehr Reiterei in der größeren Armee. Ah ja, okay. Deswegen kommt er raus, also ganz blöd ist es nicht, aber. Dann bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Nachdem ich nicht mehr so viel Rome spiele, also sag mal, als ich jetzt so meine Hochzeiten des Rome hatte mit Sparta, war, würde ich sagen, ja, komm, easy, kein Problem. Also vom Strategischen her, aber jetzt weiß ich nicht mehr, wie gut ich klarkomme. Aber das werden wir sehen. Ja, das werden wir sehen. Wenn es hart auf hart kommt, dann kannst du mir ja einen Teil von der Armee überlassen und dann geht es im Nachhinein noch, oder wie? Ja, klar. Du kannst Einheiten markieren und mich dann quasi, oder mir die schenken. Unten ist das Geschenk. Genau, ja. Okay. Schauen wir mal. Also, ich brauche... Auf jeden Fall würde ich sagen, dass du dich auf den Berg begibst, ne? Ja, klar. Ja. Ich muss halt nur, kann die da nicht aufstellen jetzt? Ja, klar. Und dadurch, dass er die Verteidigung übernimmt, kann es halt sein, dass du dann hier diesen Berg dann angreifen musst, weil da sind die sehr gerne drauf. Und das ist halt dann schon bitter. Ja, doch, kann man so sagen. So gut, die Überlegung ist jetzt gerade, wie gehe ich weiter? Obwohl, nee, noch nicht, weil ihr müsst später sowieso noch laufen. Ja, dementsprechend brauche ich die eigentlich noch gar nicht so aufstellen. Ja. Die Frage ist halt auch immer, woher seine Verstärkung kommt, weil im Moment hat er ja nur seine Garnison, glaube ich. Ja, genau. Und es könnte sein, dass seine Armee, also was realistisch wäre, von hier kommt. Von hinten. Von wo? Von da. Also hier ist die Stadt. Ah, ja, ich sehe den. Ich sehe deinen Pfeil. Mhm. Ah ja, stimmt, die sieht man ja sogar. Ist schon cool, ne? Ja, doch. Ja, das Ding ist, dann müssten sie wahrscheinlich eher noch von weiter rechts von der Stadt kommen, weil sie stehen auf der Seite von der Stadt. Also sie stehen nicht ganz nah dran. Also dann quasi von hier ungefähr. Ja, genau. Ja, okay. Ich finde, die Steinschleuderinnen hier haben einen richtig ungriechischen Dialekt. Die haben mehr so den. Die haben so diesen Dialekt, den hier die ganzen. Was sind das? Diese Barbaren da, ne? Ja, genau. Ganz viele von den Kelten haben so den Sound. Und ich denke, Alter, ihr seid Spartaner! Spartanische Frauen! Auch zu reden wie Kelten. Ja, die haben. Also von der Synchro ist das echt nicht gut. Also. Nee, dafür ist der Rest vom Spiel umso besser. Ja. So, I'm ready. So, los, go. Ah, warte mal, muss ich die Formation aber festigen, oder? Weil sonst latschen die hier auseinander. Ah, die kommen von da. Und von da. Das macht sehr, sehr viel Sinn. Also von rechts von dir. Okay. Also würde ich sagen, machst du so einen Bogen mal. Ja, genau. Die werden auf jeden Fall. Oder, du könntest auch versuchen, jetzt schon den Berg zu erstürmen, weil die versuchen auf jeden Fall dahin zu kommen. Und du bist schneller da. Okay, auf geht's!
Los. Weil, ja, der Berg ist wirklich, so. Victory Point, so ungefähr. Ja. Vor allem für Pikiniere. Ja, allgemein Pikiniere ist das extrem wichtig. Ja, das Ding ist, ich habe ja nur Speereinheiten, abgesehen von den Steinschleuderinnen. Ja, ist umso besser, umso besser. Ich weiß jetzt nur nicht so richtig, wie ich alle meine Einheiten auf diesen kleinen Berg draufkriegen sollen, aber... Ja, also... Geht schon. Mach die Steinschleuderer hier auf dem Plateau und dann die Pikiniere hier am Rand entlang. Pikiniere so außenrum, ja. Genau. Und dann halt die Hopliten vielleicht hier hinten. Ja. Aber, ja, mal schauen. Genau, mal schauen. Auch mal schauen, wo der Gegner ist. Mal schauen, ob er vor mir am Berg ist, weil bis jetzt sieht so aus, als könnten wir zuerst da sein. Mhm. Oder ich. Ja, es sieht sogar danach aus, dass er nicht den Berg haben will. Also, dass er sich hier aufbaut. Er sammelt sich wahrscheinlich jetzt da hinten und dann... Hast du hier nicht auch mal eine Schlacht geschlagen? Nee, aber einer ziemlich ähnlichen... Ja, Kulisse. Ziemlich ähnlich, ja. Glaube ich, mit Epirus war das, glaube ich. Ja. Ja, es könnte sehr gut sein, dass ich auch die gleiche... Dass es die gleiche Map war, ja. Ne? Weil ich habe sehr oft gegen Athen hier gekämpft und auch gegen Sparta. Jo, also es sieht so aus, als wäre ich zuerst hier. Mhm. Gut, dann neue Formation, Leute. Na shit, jetzt muss ich das aber andersrum machen. Oh, so rum Truppen aufstellen kann ich gar nicht haben. Wie rum? So rum, weil ich musste ja... obwohl, warte, das müsste eigentlich so rum auch gehen. Oh, hier sind ein paar. Pass auf. Ah, okay, gut. Na dann. Bam, 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 bam. Genau, geh gleich hier vor, geh gleich hier vor. Super. Hey, warte mal. Ein paar von meinen Pikinieren sind gerade flöten gegangen. Ja, dann holt ihr zurück in die Schlacht, denn die dürfen jetzt nicht flöten. Okay. Pass auf den auf, der steht seitlich. Auf wen? Auf den da? Ja. Ja. Ah. Ich will dich auswählen, Mann! Geh! Okay. Und pass hier auf, hier kommen gleich die anderen. Ja, ein paar sind noch in der vorherigen Formationsaufstellung, sag ich mal. Ja. Genau, super. So, General tue ich auch mal mit drauf. Mhm. Sehr schöne Flanke, sehr schön. Unser General wird angegriffen. Nein, der General greift an. Ich lege Wert auf die Bezeichnung. Sehr schön. Der General ist jetzt auch weg. Also jetzt kannst du hier nachziehen. Aber das ist schon heftig, deine Sparta-Einheit, die so scheiße erwischt wurde, die ist halt immer noch grün. Das ist so heftig. Ja. Die steht da so mittendrin und ja, sind einfach immer noch so, yay, everything is awesome. Ja. Die ist halt einfach, Alter, das wird ein sehr einfacher Kampf sogar. Genau, jetzt hier zu machen, passt, ja. Easy. Hier jetzt einmal mit den Piken rein und die Pferde wegklatschen. Ja. Warte, seid ihr Piken? Ja, das sind Piken. Dann gehen die Piken noch damit ran und das sind auch Piken. Pass auf deine Steinschleuderer auf, die sind hier mitten im Gewummel. Gewummel? Geht's mal raus. Nein, nicht ein anderes Mal weiterkämpfen. Ihr sollt schon jetzt weiterkämpfen, aber ihr sollt da rausgehen.
Ich habe jetzt mal Plänkeln aktiviert für die. Und jetzt hier vielleicht hier unterstützen. Genau. Ja, genau. Super. Ich hab's schon gesehen. Ja. Aber den vielleicht auch hier rumschicken, nicht darum, weil dann ist da so ein Schloppel. Keine Ahnung, was das heißen soll, aber du weißt. Ja. Krass, die leben ja immer noch. So, und jetzt kommt doch der General mit dazu, heißt, dann sind die auch wieder volle Kanne motiviert. Ja, das sind Hopliten, ich tue die jetzt mal in Phalanx. Genau, ja. Hier könntest du auch zwei Einheiten oder so lösen und dann hinten hingehen. Also, damit die Plänkler nicht mehr so deine Einheiten vernichten. Und mit deinen Steinschleuderinnen vielleicht auch auf die Plänkler schießen. Auf die Plänkler? Hier hinten, die meinst du? Genau, auf die Steinschleuderer hier. Genau, ja. Super. Genau, jetzt kommen Kavallerie von vorne hier reingecharged. Den da auch hier hin. Das macht eigentlich voll Spaß, das so zu machen. Ja, das ist sehr schön. Hier kannst du auch hier reingehen. Ja, ich hab's mir auch gerade gedacht. Sehr schön. So, man sieht, dass ich bei dir gelernt habe. Wir haben so teilweise ähnliche Ideen oder Strategieansätze. Genau, hier, die sind jetzt so, auch frei. Ihr seid fertig. Genau. Aber bitte in genau der gleichen Schlangenlinie angreifen, wie ich gerade gesagt habe. Ja, genau. Genau, und jetzt volle Kanne rein, bam. Die Plänklerinnen sind irgendwie ziemlich schlecht von der... Die Plänklerinnen? Also deine Steinschleuderinnen? Ja, genau, die sind irgendwie nicht so ganz geil von der Moral her. Ja, Moral sind die katastrophal, aber die machen extrem viel Schaden. Nee, weil gerade eben waren die schon rot, da war schon der rote Ding da daneben irgendwie. Oder sie hatten irgendeinen Debuff oder so. Ja, das kann auch sein. Aber Fernkämpfer sind allgemein extrem labil. Genau, hier kommen deine oder seine Steinschleuderer. Ja, die latschen gerade voll in meine Einheiten rein. General! Die Männer wanken. Oh nein! Was? Wer wankt? Die Einheit, die seit Anfang an ausgehalten hat. Oh nein. Ah, nee, die laufen jetzt. Ja. Oh. Aber die hatten nur noch 13 Einheiten. 13, Mann. Ja, von 120. Ja. Später die königlichen Spartaner, die kämpfen bis 3. Ja. Alter, ich hatte wirklich mal Pikiniere, die da standen noch 5 Leute und die haben immer noch gekämpft. So. Ich hab sie dann aber rausgezogen, weil ich mir dachte, so, das muss ja nicht sein. So, ran an den Speck. Mir gerade gedacht, hey, der feindliche General ist doch schon gestorben, aber dann ist mir eingefallen, dass der die haben ja noch ein paar. Genau. Also das war, glaube ich, jetzt der letzte General von denen. Ja, sehr schön. Du hast eigentlich nur eine Einheit verloren, ne? Ja. Ups. Das wollte ich nicht. Die Einheit zu verlieren wäre zwar auch nicht nötig gewesen, aber... Ja, aber, also sie ist halt am Anfang ein bisschen doof gelaufen, aber... Ja, genau. Ja, passiert. Aber es war echt gut, dass du den Berg bekommen hast, bevor er gekommen ist. Auf jeden Fall. Ja. So, weil das wäre noch ein bisschen schwerer gewesen. Ja. Und Stufenaufstieg... Yeah. Für meinen General wahrscheinlich. Ja, und auch deine Einheiten sind jetzt auch Gold und ja, oder Silber geworden, keine Ahnung. Nee, ein paar sind Silber. Ich finde das auch so fett, wenn man da so reinzoomt, diese
ewig vielen Schilde und Speere und so weiter. Naja. Und die jubeln und so. Okay, einfach nur, weil es lustig ist. Lauft! Wir haben ja Zeit, nicht wahr? Genau. Ja, aber, ja jetzt aber jetzt ist schon alles. Ja, genau. Super! Okay. Nicht schlecht gekämpft, sehr schön. Ich habe gerade sogar einen Erfolg freigeschaltet, Taktiker. Oh, nicht schlecht. Ja. Du hast nur, 16 Einheiten selbst getötet. Ja. Aber, ja halt, oh schade, eine Einheit ist tot von dir, also eine Silber 2. Ja, schade. Aber letztendlich würde ich sagen, das ist auch volle Kanne verkraftbar, also... Ja, auf jeden Fall. Mein General sogar mit 83 Kills, ich glaub's ja nicht. Mhm. Das lässt sich sehen. Mhm. Lol, ich hatte tatsächlich aber mehr Männer, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe mehr Mann aufgestellt als er. Ah ja, stimmt, weil er hat ja Kavallerie, das sind ja immer weniger Einheiten. Genau. Kavallerie sind ja immer nur, keine Ahnung, 60 statt 120 oder so. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Also es gibt auf jeden Fall, oder Elefanten haben auch nur 6 oder 9 Elefanten, also das ist ja... Ja, cool. So, dauert bei dir noch ein bisschen, oder? Ja, ja. Der muss diesen glorreichen Sieg, den muss er erstmal verarbeiten. Ja, genau. Was? Der Jakob, der konnte strategisch halt... So strategisch vorgehen? Nein, nee. Absturz. Das ja, lol, es leckt sogar wirklich gerade bei der Animation. Und jetzt ist Zeitlupe. Yeah, ja, okay, das muss sein. Weißt du, so, er kloppt ihn so in Zeitlupe, so alles, und steckt ihm so das Schwert in den Hals, und dann stellt er sich wieder normal hin und dann so... fast in Zeitraffer dann im Vergleich so mit dem Schild schubst du ihn so um. Bumm. Bumm. Okay. So, ich will diese, will ich besetzen, plündern ist, glaube ich. Ich glaube, ich plündere das, weil 1600 kann ich brauchen. Okay. Aber einer von den Athena-Generälen flieht. Ja, mei. Ich fänd's ja ziemlich cool, wenn die jetzt... Ja, okay, ja, mit 2 Einheiten, wo nicht mal ein General drin ist, sehe ich gerade. Ich fänd's ja ziemlich cool, wenn irgendwer, mit dem ich wirklich im Krieg bin, Apollonia einnimmt, damit ich nicht mit den Seleukiden, sondern Syrakus-Krieg anfangen muss. Mhm. Ja, Seleukiden bekommst du auch bald Stress. Ja, bald. Ja, bald, ganz bald. Nee. Warum genau hat der Admiralfähigkeiten? Ja, je, keine Ahnung, weil? Okay, gut. Mutter brachte mich als General zur Welt, nicht als Krieger, finde ich schon irgendwie geil. Okay. Ja. Ach so, nee, das hat er gar nicht, sondern es wurde mir einfach farblich angezeigt, was ich auswählen kann. Ah, so. Macht mehr Sinn. Mhm. So. Also es ist halt jetzt gerade 0 und die öffentliche Ordnung ist bei minus 71, aber... Ja, mei, ich hab's eingenommen. So, alles klar. Na dann, glaube ich, gönne ich meinen Einheiten jetzt mal eine kurze Ruhepause. Mhm. Und es geht bergauf mit Sparta. Das ist schön. So, jetzt muss... Aber ich kann ja gleich mal...
Ah nee, Käse, reiß. Na, reiß den Scheiß ab. Obwohl, nee, ich kann den Pferdestall gar nicht abreißen, ne? Ja, da bekommst du, also in Larissa bekommst du die geilen Pferde, also lass den stehen. Ja, aber ich will keine Pferde. Was will ich mit Pferden? Ich bin Sparta. Ja, dann gib ihn mir. Ich brauch gute Pferde. Aber dann hast du gute Pferde gegen mich, ja? Nee, das mach ich nicht. Oh, schade. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob er jetzt das macht, was ich gerne möchte, dass er macht, aber... Okay. Dann bin ich, glaube ich, fertig. Alles klar. Ich habe ja tatsächlich gerade Geld, ich bin ja erstaunt. Ich bin überrascht. Was will Makedonien von dir? Makedonien will von mir gerade gar nichts. Okay. Die fallen gerade in alle Richtungen aus, aber nicht zu mir. Ah, Fehler von denen. Möglicherweise, ja. Ja, das Ding ist, Makedonien hat, glaube ich, gerade mit 5 Einheiten Krieg oder so. Mit 5 Fraktionen. Ja. Also, und davon bin eine ich. So. Nee, die wollen ja Frieden, aber ich nicht. Oh oh. Vielleicht hätte ich den Frieden nehmen sollen. Nee, Spaß. Der Schrecken des Popos. Klingt sehr gefährlich. Popos. Herr Phobos ist doch... Phobos kenne ich irgendwo her. Das kommt in Assassin's Creed Odyssey irgendwo vor. Knossos will mir gerade ein... Nicht-Eingriffspakt mit mir machen und wollen aber, dass ich dafür zahle. Nö. Ich mach mal so, Gegenangebot, wenn ich die Zahlung wegnehme, meinen sie es immer noch? Ich frag sie jetzt nach dem Klientel, geht das? Ja, aber ja. Das werden sie nicht machen. Dafür bist du noch zu klein. Ich weiß nicht, ob ich mit dem einen Nicht-Angriffspakt machen will, weil der ist in einer Provinz, die ich halt noch nicht vollständig habe. Ja, eben. Also für deswegen. Griechen oder für deine Provinz brauchst du halt Knossos. Ja. Oder Hirepai oder irgendwie. Wie das ja, heißt. Was auch immer. Ja. Naja, noch ein Spion. Super. Warte, was hat er gerade gemacht? Weh, er hat gerade meinen General getötet. Weh. Ja, deinem eigenen Dolch. Alter, der hat wirklich meinen General getötet. Arschloch. Alter. Ich hab ihm seinen eigenen Dolch in den Hals. Ja, boah. Warte, okay, also. Was hab ich denn hier? Motivieren. Die können alle der ist ganz gut, aber der ist nicht meine Familie. Aber ich brauche meine Familie. Oder, also ich brauche jemanden in meiner Familie. Silberschild-Pikniere. Die sind auch geil, aber nicht als General. Königliche Peltasten sind auch geil. 200. Ja, okay, dann. Ja. Dann mache ich die. Schildträger. So, Mission erteilt. Ich soll diese. Die Schrecken von Phobos soll ich rausfoppen. Fop. Phobos, so heißt mein Pferd. Echt? Mein Pferd in Assassin's Creed Odyssey heißt Phobos. Jetzt weiß ich's. Ah, okay. So, warte, du gehst jetzt mal Richtung Petra. Warte, von wem? Marin war das, okay. Hier mal Adumandu. Das mache ich automatisch, weil das ist, über 90%. Ich würde das gerne spielen. Bist du so krass auf die Schnauze fallen? Ja,
Weißt du, nach meinem glorreichen Sieg jetzt erstmal Fett auf die Fresse kriegen. Ja. Okay. Glorreich. Haha, Klo. So. Klo. So. Was? Nix, alles gut. So, hier ist nochmal ein paar Armeen. Warte, kann ich nicht noch einen Agenten regeln? Nein, kann ich nicht. Also ich kann einen Würdenträger rekrutieren, aber das macht ja nichts. Ich komm gleich wieder, ne? Jo, okay. So. Öffentliche Ordnung ist eigentlich schon gut. Ja, dann mache ich den. Warte, gehört der zu mir? Ich weiß es nicht. Gehört er zu mir? Wie heißt der denn? Galenus. So. Ah, der gehört zu mir. Okay. Sodala. Ich glaube. Ah, yeah. So. Scheiße. Ich wollte gerade den töten, also mit meinem Spion, aber das kann ich noch nicht. Aber ich habe den auf jeden Fall festgenommen. Also der kann jetzt nächste Runde nicht mehr weiter. Alles gut? Ja, ich habe gerade gesehen, Larisa, habe ich dir gerade gesagt, hatte gerade minus 41 und war auf 0. Mhm. Jetzt hat es halt minus 41, ist aber bei plus 3, weil halt die Armee noch drinsteht so. Das, Alter, Glück gehabt nochmal, weil sonst wäre das ein Sklavenaufstand geworden. So. Oh Mann, ich kann gar nicht töten. Ah, schade. Das können ja die römischen zum Beispiel. Spione, die können dann töten. Hä? Aber ich hab doch. Warte mal. Ach so, okay. Alles klar, die kann auch töten. Gut, aber jetzt noch nicht. Die ist noch zu low. Du gehörst nicht zu meiner Fraktion. Ich muss mal schauen, wer jetzt gegen mich ist. Also die Ma'in, die werde ich auf jeden Fall töten. Und Pergamon. Ah, verdammt. Die Leute, die... Oder die Typen, die das Eisen haben, die mögen mich. Und mit denen habe ich auch ein Handelsabkommen. Verdammt. Ja, okay. Ich hasse euch, die ihr mich toll findet. Ja, ich will euer Eisen. So, ja, die geben mir zwar schon Eisen, aber ich kann da ja kein Ding bauen. Keine. Du weißt schon, keine Schmiede. Ja. So, hier ist auch minus 2, das gefällt mir nicht so. Finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, dass du noch keine Schmiede bauen kannst. Was? Das finde ich jetzt nicht gut, dass du also nicht so, dass ich es dir nicht gönnen würde, natürlich, ja, aber... Natürlich. Ich kenne dich doch. So, Baubericht, Fraktion, Eindringlinge, so, Siedlung erobert und Haushalt erweitert sich. Oh, warte. Das könnte sogar nützen. Warte. Gut. Oh, warte. Ich habe noch paar Leute, die befördert werden, aber das sind alles nicht meine, also passt. It's your turn. Oh, apropos, warte. Folge vorbei. genau. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Es war dieses Mal endlich wieder ein bisschen spannender mit einer Schlacht. Und auch endlich ein bisschen besser für Sparta. Ja, genau.
Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Servus.